There's so many things that I keep in my mind. Hello, Kalikshu, und willkommen zu diesem ganz besonderen Vlog. Heute geht es nämlich für mich nach Bali. Ich freue mich einfach riesig, denn es stand schon super lange auf meiner Bucketlist. Und der zweite Grund, warum es so ein Highlight ist, ist, weil wir zu fünf fliegen. Und zwar ich mit meinen vier besten Freundinnen. Wir sind schon seit über 15 Jahren oder so. So eine richtig heftige Mädelsklicke. Uns kriegt man einfach nicht mehr auseinander. Aber wir haben es bisher in all diesen Jahren noch nicht geschafft, zusammen in Urlaub zu gehen. Also alle zusammen. Bei einer hat es immer irgendwie nicht gepasst. Und deswegen freuen wir uns alle sehr. Eine davon ist auch Tammy. Die kennt ihr ja bestens. Und bevor es jetzt aber gleich losgeht, wollte ich erst noch eine Videofrage beantworten. Dieses Mal kommt sie. Von Fee Like You. Ich liebe den Namen Fee übrigens. Habt ihr schon eine neue Halle gefunden und wie kommt ihr mit all dem voran? Also die Rede ist hier von einer Merch-Lagerhalle, weil ich das ja alles hier zu uns holen und übernehmen will. Und wir haben jetzt eine gefunden, die wir super gern hätten. Haben auch zugesagt, aber noch keine finale Zusage vom Vermieter. Also jetzt, wo ich das rede, zumindest nicht. Aber wenn ich das hier hochlade, in zwei Wochen nach dem Urlaub, dann habe ich hoffentlich die Zusage. Ich schreibe es euch unten in den Kommentar, ob das mit der Halle geklappt hat. Und wenn ja, dann wäre das auf jeden Fall das nächste Video nach diesen Bali-Vlogs. Ich drücke mir jetzt gerade so heftig selber die Daumen, dass da unten steht, ja, ich habe die Halle bekommen. Bitte, bitte, bitte. Und ansonsten findet sich eine andere, also wir bleiben positiv. Aber ja, jetzt geht's los mit diesem Vlog. Ich wünsche euch und mir ganz viel Spaß dabei und los geht's. Hey du, abonnieren nicht vergessen. Outfit-Check. Ich habe heute für meine Reise hier so eine Oversized-Jacke an. Ich hoffe, damit bin ich auch kuschelig warm eingepackt danach im Flugzeug. Darunter ein schwarzes Basic-T-Shirt und ein Sport-BH. Genauso wie eine Sport-Legging, damit ich möglichst bequem sitzen kann. Denn der erste Flug, der geht 6 Stunden nach Dubai und der zweite dann 9 Stunden nach Bali. Liebe Grüße an meine Pobacken. Ich glaube, das wird nachher ein bisschen schmerzhaft, aber es wird sehr sein. Und passend zu diesem Urlaub habe ich auch noch Socken gefunden. Und ich liebe ja so Prinzsocken. Hier steht drauf, out of office. Passt also perfekt. Auch noch in so wunderschönen Pastelltönen. Muss ich einfach mitnehmen. Und hier ist übrigens auch meine Urlaubsvertretung. Gell, Miley, machst du das, wenn ich weg bin? Miley! Ja, so sieht Motivation aus. Bevor es Richtung Flughafen geht, habe ich aber gleich noch einen Termin mit meinem neuen Grafiker und Techniker, der sich um die Webseite kümmern wird, dann, sobald ich den Merch übernommen habe. Weil ich dachte mir, wenn wir ihn schon komplett umstrukturieren und das Lager hier herholen, dann will ich halt auch die Webseite irgendwie neu machen, einfach ein neues Design drauf und auch optisch halt dem Ganzen so einen Neustart geben. Und deswegen treffen wir uns mit ihm, genau, und besprechen mal, was so meine Pläne und Wünsche sind dafür. Bis dahin habe ich auch noch 20 Minuten Zeit und deswegen nutze ich die mal und zeige euch noch meine Top 4 Travel Essentials, denn ich bin dieses Jahr wirklich schon richtig viel gereist. Also ich glaube, es sind nach dem Urlaub 2 Monate aus 6 Monaten dieses Jahr, die es halt bisher gab, in denen ich im Ausland war im Urlaub. Also ich bin so dankbar, dass ich das jetzt alles dieses Jahr irgendwie machen und mir erfüllen konnte. Und genau, deswegen habe ich viele Produkte getestet, gekauft und ich zeige euch mal meine Top 4. Nummer 1 ist auf jeden Fall dieser Koffer hier. Da bekomme ich auch ständig Fragen danach. Vor allem, wenn ihr den hier auf Instagram seht in meine Stories. Das ist der gleiche, nur eben kleiner als Reisetrolley. Der hat so ein wunderschönes Babyblau, aber den gibt es noch in ganz vielen anderen Farben. Und den Sticker, den habe ich hier über das Logo drüber geklebt. Der ist eigentlich von der Marke Hauptstadtkoffer. Ich hatte den davor auch schon 10 Jahre lang in Rot und deswegen weiß ich einfach, wie gut die Qualität ist. Das ist übrigens nicht gesponsert hier, sondern einfach nur, weil ich immer Fragen dazu bekomme. Deswegen verlinke ich euch den in der Infobox von meiner Amazon-Seite. Dann geht es hier weiter im Koffer und zwar diese Packwürfel. Die gibt es auch in ganz vielen Farben und Größen. Und da habe ich zum Beispiel hier in dem hier meine ganzen Sportsachen drin und in dem alle langen Klamotten, im anderen alle Unterwäsche und sowas. Und da kann man es halt so richtig ordentlich verstauen. Hier auch wieder so easy rausnehmen und hat halt einfach Ordnung im Koffer. Also die sind wirklich Gold wert. Nummer 3 ist diese Kulturtasche hier. Die habe ich auch meiner Freundin nachgekauft, weil ich so neidisch war. Und zwar ist das nämlich einfach ja, eine Kulturtasche zum Aufhängen, die man halt einmal komplett zusammenklappen kann. So. Und dann zippt man die zu. Und dann ist sie einfach so klein. Und alles ist drin. Richtig organisiert. Das ist so clever. And last but not least, die Nackenwurst. Das ist eben ein Nackenkissen, was aber ein Draht innen drin hat und Memory Foam. Und dann könnt ihr das biegen, wie ihr das wollt und es bleibt in der Form. Dann kann man es zum Beispiel so nehmen oder halt ganz klassisch so drumherum und hier vorne zumachen. Aber das Coole ist halt, genau, man kann es halt biegen, so wie man es braucht. So, oh, ihr wisst, was biegen ist, ja? Und deswegen finde ich es einfach richtig praktisch. So. Ja, richtig geil. Richtig geil. Angekommen, sorry. Angekommen am Frankfurter Flughafen. Wir haben jetzt gerade unsere Koffer abgegeben, laufen zur Security. Aber ich stelle euch erstmal meine Reisegruppe vor. Einmal hier Ebru, Vani, Tammy, kennt ihr alle eigentlich, oder? Und Judith. Seid ihr ready? Ja! Are you excited? Nur ein kleines bisschen. Es fühlt sich immer noch so an, als ob wir Klassenfahrt gehen würden. Und so unrealistisch, so als ob wir jetzt nach Bali fliegen. Mhm. Wie lange sind wir unterwegs, Tammy? Keine 6, keine 9, sondern ganz 18 Stunden. Juhu! Also für uns 18 lange Stunden und für euch ein paar Sekunden. Deswegen enjoy the transition. Bis später!
Good morning aus Bali! Beziehungsweise eigentlich ist gar nicht mehr morgens. Wir haben 14 Uhr, was bei euch in Deutschland 8 Uhr morgens ist. Also es ist eine 6 Stunden Zeitdifferenz. Finde ich aber ganz gut tatsächlich, weil morgens, wenn bei uns morgens ist, dann schlafen alle noch in Deutschland. Und dadurch haben wir gar keine Ablenkung von Social Media oder so oder von E-Mails oder WhatsApp oder Sachen, die reinkommen, weil halt alle noch pennen. Und dann können wir hier morgens in Ruhe oder einen halben Tag eigentlich irgendwie alles anschauen und ich poste dann immer erst später. Ja, das sind Influencer-Probleme. Auf jeden Fall werden wir heute Morgen frühstücken. Hier gibt es richtig viele vegane Optionen, was richtig gut ist. Ich hatte heute Morgen so eine vegane Breakfast Bowl mit ganz viel Grillgemüse, veganem Rührei und Avocado und so drin. Die anderen Girls haben alle süß gegessen. Ich glaube, ich bin die Einzige, die morgens deftig essen kann. Oh nein, Judith. Oh, stopp, Fehlinformation. Judith ist auch gerne morgens deftig. Und jetzt muss ich euch aber erstmal diese Megawelle hier zeigen. Das ist krank. Sowas können wir uns in Deutschland wahrscheinlich niemals leisten. Aber hier haben wir einfach die Luxusbude schlechthin. Das hier ist unsere beschauliche Villa von außen. Ich finde sie noch richtig unspektakulär aus. Man erwartet noch gar nicht so viel. Aber dann geht's rein und das wird euch umhauen. Are you ready for paradise? Woo! Oh mein Gott. Hinter dir, also diese Tür verbirgt sich einfach dieses Paradies, oder? Das ist so krank. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben echt gesehen. Mit unserem XXL Pool und ich muss sagen, das Wasser ist sogar so warm, dass ich reingehe. Ich gehe normalerweise nie ins Wasser. Love it! Ich finde die Fenster oder die Türen davon so nice. Es ist richtig cool, vor allem wenn man morgens aufwacht. Dann sieht man immer als erstes mal hier raus auf den Pool. Und das hier ist jetzt unser Master Bedroom. Einfach alles hier ist so mega schön eingerichtet und es sieht aus, als wäre es straight out of Pinterest, oder? Ich würde alles genauso bei uns in Deutschland einfach nachbauen. Und ich wünschte hier auch so einen riesigen Ganzkörperspiegel zu Hause. Das ist so praktisch für Outfits und es macht einfach den Raum nochmal viel größer. By the way, das ist mein Outfit of the day. Ich habe hier so eine seidige Hose an und das Oberteil ist richtig nice. Das ist nämlich aus so einem Handtuchstoff. Leider schon mit Essensflecken, aber ja, sehr, sehr bequem auf jeden Fall. Und dann geht's auf dieser Seite weiter. Hinter dieser Tür verbirgt sich das Bad und ihr seid nicht ready dafür. Achtung, 3, 2, 1. Ta-da-da-da! Einfach so eine heftige Badewanne da. Die werden wir wahrscheinlich nie benutzen, weil es viel zu heiß ist, um zu baden. Aber auf der Seite haben wir noch so schöne Pflanzen. Nach oben hin ist es offen, was auch mega ästhetisch ist. Und auf dieser Seite haben wir dann noch die Dusche. Die ist auch der Wahnsinn, Leute. Ich muss mir auch richtig viele so Sachen hier einprägen. Falls wir irgendwann wirklich was bauen, ein Haus, dann ist halt sowas einfach so eine gute Idee, damit man da die Sachen reinstellen kann. Also es ist so inspirierend auch alles. Und dann auf dem Klo ist, hat man halt einfach einen übelst schönen View auf diese tolle Badewanne. Hier noch der Waschbereich, da sind auch die Waschbecken einfach so nice. Ich meine, wo hat man sowas schon mal gesehen in Deutschland? Wir haben alle so weiße, langweilige, aber das hier? Ich könnte mich einfach die ganze Roomtour wiederholen. Es ist so pretty. So, dann gehen wir kurz nach draußen. Da gibt es noch das Wohnzimmer und die Küche. Achtung, das hier ist unser Wohnzimmer und es gibt hier sogar einen Beamer, haben wir gesehen. Also hier oben an dem Faden kann man es runterziehen, da ist eine Leinwand bis hierhin. Und genau, da können wir noch einen Beamer auf den Tisch stellen. Das ist so verrückt. Nebendran geht es dann weiter an unseren Essbereich. Und hinten dran ist die Küche, aber die werden wir wahrscheinlich niemals benutzen, weil es gibt halt so viele leckere Restaurants, dass wir hier niemals irgendwie selber kochen würden. Aber es ist auch richtig nice ausgestattet und die Lampe hier zum Beispiel, die feiere ich richtig. Aber wie gesagt, allgemein die Deko hier, das können die Leute einfach. Das sieht so schön aus. Ich habe meinen Traumroller gefunden. Ich meine, geht's besser? Da steht drauf The Cali und er ist Mint. Okay, Leute, wir brauchen auf jeden Fall einen Roller zum Ausleihen und vielleicht geht's ja sogar den. It's perfect! Das Ding ist nämlich, dass hier gefühlt niemand zu Fuß geht, außer wir. Wir sind halt offensichtlich die Touristen. Alle anderen fahren mit ihren Scootern rum, was wir eigentlich auch vorhatten. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt hier gar keine Verkehrsregeln. Also der am schnellsten gerade zuerst kommt, der fährt. Und ich glaube, also seid ihr schon mal Roller gefahren? Ich noch nie. Einmal. Also wir sind blutige Anfänger. Ich habe so Angst, dass es irgendwie komplett schief geht. Wir sind zum Beispiel gerade vom Restaurant und das hier ist quasi der Parkplatz. Also hier stehen überall Scooter rum. Wow! Zugabe! Musikalisch. An dir ist eine Musikerin verloren gegangen. Okay, vielleicht bewirb mich mal irgendwo. Ja. Der Weckruf morgens ab jetzt. Ah, genau, Tami steht jetzt auf und dann. It's the next day und wir gönnen uns jetzt erstmal eine Massage. Und es ist so krass hier, weil die Währung ist halt anders als bei uns. Es ist indonesische Rupia. 3 Euro sind hier 50.000 Rupia. Und die machen jetzt gleich eine Massage für eine Stunde für 10 Euro. Das tut mir fast schon ein bisschen leid, aber für die halt ist es normal. Also man fühlt sich hier echt wie so Könige. Allein schon mit der Villa. So, jetzt geht's los. Wir haben uns für eine Warm Stone Massage entschieden. Und sogar ein Zweierzimmer, wie schön.
Oh no, it's fine. It's for you. Oh, okay. Thank you. Thank you too. Have a good day. Das war die beste Massage meines Lebens. Ich hatte aber bisher auch nur zwei Stück in Deutschland. Da dachte ich schon, die waren gut, aber die hier, wow. Das ist echt tief und entspannt und wir haben ihnen auch wieder mega viel Trinkgeld gegeben. Auch beim Essen gehen zum Beispiel gehen wir immer ordentlich, obwohl auf den Rechnungen schon draufsteht, dass automatisch 5% vom Betrag als Trinkgeld eingerechnet sind. Aber wir geben immer nochmal 10% on top, einfach weil die Leute so nett sind und alles so schön und gut ist einfach. Deswegen haben wir das Gefühl, wir müssen nochmal extra was geben, auch wenn es nicht gemusst ist. Wow, das war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben das Gefühl, wir sollten das machen. Und für uns sind es halt auch für umgerechnet echt nur Eurobeträge und für die ist es voll viel. Deswegen, genau, sind wir hier sehr großzügig mit dem Trinkgeld. Und ja, bevor ich jetzt in die Dusche hüpfe, das Öl wieder runterspüle, wollte ich euch kurz noch mein Outfit zeigen. Das hier ist ein Kleidchen, das habe ich mir davor bei H&M gekauft. Hat so richtig schöne Cutouts, mega schöner Ausschnitt. Auch hinten den Rücken. Ja, finde ich echt mega schön, auch perfekt bei diesem Wetter, denn es hat wieder um die 30 Grad, also super schwül, da brauchen wir echt was luftig Lockeres. Und ja, ich würde sagen, ich hüpfe jetzt in die Dusche, wir sehen uns danach. Kleine Outfit-Change, das hier ist mein Outfit für den Nachmittag. Ich hatte drunter meinen Bikini, so eine ja, luftige Bluse und dieselbe Hose von gestern. So geht es jetzt an einen Beachclub, den haben wir von mega vielen Freunden empfohlen bekommen, die schon mal hier in Bali waren. Die haben alle gesagt, da müsst ihr hin und da werden wir natürlich auf unseren Rat unserer Freunde hören. Und deswegen enjoy the Montage. Heute mit so richtigen Torten in die Augen. Ich bin auch mega müde, aber ich weiß auch nicht, warum wir gestern Abend auf die Idee gekommen sind und uns dachten, es wäre eine gute Idee, heute Morgen um 7 Uhr aufzustehen und zu einer Yoga-Klasse zu gehen. Warum? Schlafen wir nicht aus? Nein, Quatsch. Ich bin richtig fit, ich habe mega Bock drauf. Wir holen uns jetzt gerade noch einen Smoothie ab, damit wir so ein bisschen Energie vorbekommen und dann machen wir das Yoga. So, ich habe hier drin Erdbeere, Orange, Banane und Apfel. Schmeckt richtig gut und mega, mega frisch. Mm. Und überwillig, das sind wir auch. Wow. Unser Taxifahrer meinte gestern, dass er einfach nach Gefühl fährt. Ja, in Deutschland wäre das so komplett unvorstellbar. Und hier nach Gefühl. Auf der Story hier sieht man es eigentlich ganz gut. Eine Kreuzung und alle Leute fahren einfach. Und so muss man auch sich verhalten, wenn man irgendwie über die Straße will. Weil wenn man nicht läuft, dann kommt man niemals rüber. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. Can I please have the plant protein power spreki? And a matcha vanilla latte iced. Thank you. With regular milk? No, soy milk. We don't have a soy milk. Okay. Any other vegan? Coconut for yeah. Free? Yeah, sure, coconut is good. Das Yoga war scheiße anstrengend. Ich hatte noch nie so geschwitzt wie in diesen eineinhalb Stunden. Aber wer kommt auch auf die Idee, eineinhalb Stunden zu gehen? So, eine halbe Stunde hätte locker gereicht. Aber es hat neue Erfahrung, hat Spaß gemacht. Es war so schön, diesen, was war das? Kein Tempel, aber so eine traditionelle Yoga-Stätte vielleicht? Ich weiß nicht. In den Reisterrassen. In den Reisterrassen, genau. Es war sehr schön und jetzt belohnen wir uns mit Frühstück. Oh my goodness, das hier sind Matcha-Pancakes mit veganem Nutella drauf. Krank. Und ich habe hier was Deftiges zum Frühstück. Hier so eine Power Breakfast Bowl mit veganem Rührei, Gemüse und Tempeh. Ein Matcha dazu. Mm. Is it good? Sehr lecker. Sieht auch extrem gut aus. Oh mein Gott. Ich habe neue Ringe gekauft, Leute, und ich finde die so schön. Also die hatte ich davor schon, aber alle anderen sind neu. Einmal hier die Welle wegen Urlaubsfeeling, finde ich richtig schön. Und daneben natürlich der Kaktus. Ich habe mich so gefreut, als ich die gesehen habe. Hier noch ein Daumen und hier noch einen mit so einem kleinen blauen Stein drin. Die haben wir alle auf so einem Markt gefunden, also sind richtig schöne Andenken und alle handgemacht. Der Kaktusring passt auch perfekt zu meiner aktuellen Kette. Ich teste gerade die hier. Das ist ein kleiner, ja, goldener Kaktus. Wird es aber eventuell auch ein Silber in meinem Merch-Shop dann geben. Ab Herbst, Winter. Mal schauen. Ich würde es auf jeden Fall erstmal testen, ob das von der Qualität gut ist, ob es nicht abfärbt und einfach, wie es sich dreht. Genau, deswegen bin ich gerade dabei. Aber schreibt mir gerne mal, ob ihr Lust auf sowas hättet. Ihr wisst, ich lieb's. Ich würde alles kaufen, wo Kaktus drauf ist. Ihr seht heute auch irgendwie selber aus wie ein kleiner Kaktus, oder? Auf jeden Fall
haben hier gerade die Koffer fertig gepackt, denn es geht jetzt los zur nächsten Villa. Aktuell sind wir in Canggu, aber wir haben noch zwei weitere Stops vor uns. Der nächste ist dann Ubud. Genau, da sind wir auch wieder für so 3-4 Tage, glaube ich, oder Tavi? Ja. Ja. Und dann geht's weiter genau nach Uluwatu. Oh Gott, wie gesagt, Tami hat alles hier organisiert, aber wir vertrauen ihr natürlich. Als gute Freunde sagen wir, wenn du das sagst, dann folgen wir dir, ohne zu zögern. Bis ans Ende der Welt, oder? Bis ans Ende der Welt, genau, wie schön. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns im nächsten Vlog an. Also schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein, abonnieren nicht vergessen, damit ihr das nicht verpasst. Und kommentiert mal diesen Emoji, damit ich weiß, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Es ist immer mega schön, eure ganzen Kommentare zu lesen, weil es hilft mir richtig viel, wenn ihr die Videos bis zum Ende schaut. Also vielen Dank an alle, die jetzt noch dran sind. Lasst natürlich auch super gerne einen Daumen nach oben dafür da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute! Ja.